Huiuiuiui. Heute eine spannende Videoaufnahme. Aber wir ziehen durch. Moin liebe Yachtfreunde und herzlich willkommen zurück zum Fragenkatalog Wildkunde für Niedersachsen. Heute unter nicht ganz so guten Bedingungen. Frage 60 bis 64. Let's go! Ja, Frage Nummer 60 lautet, mal gucken, ob ich hier noch was lesen kann. Denn der Zettel ist schon durchgeweicht. Wann brumpftet das Dammwild? Ja, ihr merkt euch einfach, Dammwild ist immer einen Monat später als das Rotwild dran. Und wenn wir wissen, wann Rotwild brumpftet, nämlich im September, Oktober, dann wissen wir auch, dass das Dammwild im Oktober, November brumpftet. Und hier auch nochmal ganz flugs das Wildhaus eingeblendet. Frage Nummer 61. In welchem der nachgenannten Monate wirft der Dammschaufler sein Geweih ab? Auch hier ist der mittelalte bis alte gemeint. Und jetzt erzählen wir mal die Geschichte rückwärts. Reverse Engineering. Engineering. Da wir ja wissen, dass der Dammhirsch im Oktober, November brumpftet und sein Geweih zur Brumpf braucht, um unter anderem Brumpfkämpfe auszuführen oder ausüben zu können, muss er dementsprechend, mein Lieblingswort, ich weiß, im September sein Geweih fertig verfegt haben. Aber das war ja nicht die Frage. Jetzt wissen wir allerdings, dass die ganze Geweihentwicklung ja 5 Monate dauert, die magische 5. Und September ist der 9. Kalendermonat, also rechnen wir 9 minus die magische 5 der Geweihentwicklung und landen richtig im April. Und weil Dammwild ja immer einen Monat später als Rotwild dran ist, hauen wir jetzt auch nochmal den Mai drauf. Und ihr müsst hier bei dieser Frage April, Mai ankreuzen. Ja, wer ein Fragezeichen im Kopf hat, heute hier über den Infobutton, holt euch das Abo für 29,90 und dort bekommt ihr für alle Bundesländer nutzbar, jedes Fachgebiet, alle Fragenkataloge und noch viel, viel mehr. Macht da definitiv nichts falsch mit. Bevor das Licht noch weiter schwindet und ich hier wegfliege, Frage Nummer 62. In welchem der nachgenannten Monate hat ein 7-jähriger Dammschaufler sein Geweih gewöhnlich fertig verschlagen, in Klammern verfegt? Habe ich ja gerade gesagt. Sein Geweih braucht er ja für die Brumpft. Wir wissen, im Oktober, November brumpftet er. Also wird er sein Geweih im September fertig verfegt haben müssen. Klasse. Frage Nummer 63 und ich mache gleich hier die Taschenlampe an. Welche der nachgenannten Lebensräume ist für das Dammwild am besten geeignet? C ist hier richtig und zwar Mischwaldung in Gemengelagen mit Feld- und Wiesenflächen. Viele kreuzen auch hier B an und ich lese die Frage bzw. die Antwort einmal vor und erläutere euch, warum die bitte nicht anzukreuzen ist. B würde lauten großflächiges Wiesen- und Ackerland mit Hecken, Sträuchern und kleineren Feldgehölzen. Und die Frage ist deswegen nicht anzukreuzen, die hört sich ja gar nicht mal so schlecht an, aber parkähnliche Landschaften haben keine Ackerflächen. Einfach mal so akzeptieren. Und last but not least, Frage Nummer 64, und dann haben wir es für heute auch wieder geschafft. Welche der nachgenannten Wildtiere schlägt Brumpfkuhlen? Und weil wir im Themengebiet Dammwild sind, logischerweise Dammwild, aber auch hier eine beliebte Prüferfrage, wo ist der Unterschied zwischen der Dammwild- und Rotwildbrumpft? Ja, bei der Rotwildbrumpft sorgt der Rothirsch da dafür, dass das Kahlwild bei ihm bleibt. Also er zieht zum Kahlwildrudel hin, aus seinem Brumpfrevier in sogenannte Kahlwildreviere zur Brumpft. Und beim Dammhirsch ist es genau andersrum, da kommen die Mädels zum Dammhirsch, der nämlich in seiner Brumpfkuhle sitzt, auf einem Brumpfplatz schon. Seine Rivalen sind gar nicht weit auseinander, so 20 Meter und dann laufen die Damen da zwischenrum und ja, der am besten riecht, für den entscheiden sie sich. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch wieder viel Spaß und Freude gemacht und wenn ihr denkt, ist der Timo eigentlich ganz bekloppt, der bringt sich an Lebensgefahr, nein, meine Sicherheit braucht ihr euch keine Sorgen machen. Auch wenn ich mich gerade im Wald befinde, aber ich werde ganz schnell nach Hause gehen. Ich werde wahrscheinlich noch ein anschließendes Video abdrehen, was darum geht, ob
Motivation oder wohl Disziplin für eure Jagdscheinausbildung wichtiger ist. Und wer noch mehr erfahren möchte, der findet übrigens unter diesem Video in dem ersten Kommentar, den ich fixiert habe, immer alle weiteren Informationen, wie auch zu unserer Internetseite. Und holt euch das Abi 2990, das Abo, da macht ihr nichts falsch mit. Also, bis morgen. Ganz fest versprochen, ich lasse das mit dem nächsten Video, glaube ich, und hau jetzt ab. Tschüssikowski.